April, April, oh mein Gott, ey, der schlechteste April-Scherz aller Zeiten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute wieder den neuen Fortnite-Shop. Der kommt auch schon in wenigen Sekunden raus. Also der Renegade Raider ist natürlich jetzt noch nicht drin, war nur ein April-Scherz. Ich hoffe, ihr werdet heute nicht zu oft reingelegt im Laufe des Tages. Denkt dran, heute ist der 1. April, da machen alle Leute wieder geniale April-Scherze. Wir schauen uns jetzt natürlich trotzdem erstmal den neuen Fortnite-Shop an. Mal schauen, was da heute so reinkommen wird. Wäre jetzt ultra geil, wenn jetzt einfach der Renegade Raider kommen würde. Let's go. Und ein neuer Emote. Aber wie es aussieht, oh, diese Skins, die waren schon eine Weile nicht mehr drin. Okay, okay. Ja, ist in Ordnung. Wenigstens ein neuer Emote ist drin. Bisher also noch kein April-Scherz hier in Fortnite. Wäre natürlich ziemlich geil gewesen, wenn jetzt der Renegade Raider wirklich gekommen wäre. Mal schauen, vielleicht haut Fortnite im Laufe des Tages da auch noch was zu raus. Inzwischen machen ja so gut wie alle großen Unternehmen so einen April-Scherz. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Also falls ihr neu seid und hier keine neuen Skins mehr verpassen wollt, Leute, unbedingt jetzt mal kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken und diese kleine Glocke anklicken. Dann bekommt ihr nämlich morgens immer eine Benachrichtigung, was Neues hier im Shop drin ist. Also wenn ihr immer wissen wollt, was Neues im Fortnite-Shop drin ist und so ein bisschen meine Meinung dazu hören wollt, dann kurz abonnieren und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch an mit dem ersten Slot und zwar mit dem Schaman. Ich feiere ihn nicht so, die Maske ist auch nicht so der geile Backpack, dafür halt bei ihr, bei der Nachthexe, da ist der Backpack halt richtig geil. Sehr, sehr cooler Skin, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Hacke Mondknochen habe ich mir jetzt noch nicht geholt, weiß nicht, ich finde sie nicht so spektakulär. Zweiter Slot haben wir dann den Lace-Skin mit einem recht ähnlichen Backpack. Auch wieder so eine Puppe hier, so ein Stofftier. Passt eigentlich ganz gut zu dem anderen Skin. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Ist jetzt eine Weile nicht mehr drin gewesen. Ich glaube, den männlichen habe ich mir nicht geholt. Den Paradox-Skin ist ein sehr merkwürdiger Skin. Schaut mal komplett anders aus als die meisten anderen Skins. Ja, weiß ich nicht. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ist aber mal wieder drin. War jetzt, glaube ich, erst ein oder zwei Mal im Shop. Auch die Allsicht-Hacke für 800 V-Bucks. Leider ohne Effekt. Wäre so geil gewesen, wenn noch das Auge irgendwie dazugehen würde oder so, wenn man damit schlägt. Das wäre einfach ein cooler Animationseffekt. Also wenn ich bei Fortnite arbeiten würde, ich würde auf so kleine Details achten. Weil wenn man einfach nur kurz einbauen würde, dass wenn man damit schlägt, das Auge so kurz zugeht und irgendwie dann danach kurz böse guckt oder so. Ja, das wäre einfach so eine kleine Animation, die einfach die Hacke so viel geiler machen würde. Schade, aber egal, das ist auf jeden Fall die Hacke und dann noch den Gleiter. Den finde ich gar nicht geil, kann ich nicht empfehlen. So ein komisches Dach, finde ich total hässlich, also würde ich mir nicht holen, die V-Bucks würde ich eher sparen. Dann haben wir noch den Servo drin, habe ich selten gespielt, schaut zwar ganz cool aus, aber es gibt so viele futuristische Gleiter. Dann die beschlagene Hacke, die ist eigentlich ganz nice. Dann noch den Grillgeneral, ein ziemlich cooler Skin für 800 V-Bucks, sehr schön aufwendig und detailreich gestaltet. Dann die Maki-Meisterin für 1200 V-Bucks, die würde ich mir auch holen, ist ein cooler Skin für den Preis, auf jeden Fall absolut in Ordnung. Dann die sexy Schräglage, ein ziemlich cooler Emote. Gerade mit dem kann man viele coole Trickshots machen, also würde ich mir unbedingt holen, wenn ihr auf so Trickshots und Montages steht. Und dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages das Highlight, und zwar den neuen Emote, Schlagfertig heißt der und kostet 200 V-Bucks. Und oh, ich muss mir wieder mein Headset aufsetzen, damit ich mir auch anhören kann, wie der so klingt. Also let's go. Ja. Ist jetzt halt sehr simpel. Er boxt jetzt ein paar Mal durch die Luft. Ja, ist jetzt echt nichts Krasses. Also das ist so der unspektakulärste Emote aller Zeiten. Also ich werde ihn mir holen, aber ich glaube, den werde ich so gut wie nie benutzen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den findet von der Skala von 0 bis 10 Punkten. Wobei das 10 das Beste ist. Schreibt mir mal rein, wie ihr den halt ja, so findet, den neuen Emote. Wie viele Punkte würdet ihr dem geben? Also der Preis ist halt in Ordnung. Und jo, das war's ja schon zum heutigen Fortnite Shop. Wie immer, wenn ihr euch das Ganze hier gefallen hat und ihr mich supporten wollt, tragt gerne Stocks hier als Creator ein. Einfach hier in den Fortnite Shop eintragen. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Creator, deswegen vielen Dank an jeden Einzelnen, der hier Stocks hier im Shop benutzt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall war, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und wie gesagt, falls ihr neu seid, auch unbedingt abonnieren, um hier keine neuen Skins mehr zu verpassen. Und da würde ich sagen, habt noch einen entspannten Tag. Wir hören uns nachher dann zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut oder rein. Tschüss!